Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, ich bin immer noch am Strand und hier unter mir ist die Kiste mit den Sandblöcken. 318 waren es, ne? 318. 318 Blöcke war die richtige Antwort und ich nehme das jetzt gerade aktuell auf. Also ist gerade 9 und nachher um 15:30 Uhr kommt das Video raus. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen Steine nochmal nachbesorgt. Die Kiste ist allerdings schon ziemlich voll hier, ne? Unsere Baukiste, die ja eigentlich fast schon eine Müllkiste geworden ist, so ein bisschen, ne? Weil wir ja alles Mögliche drin haben. Ja, erstmal Dankeschön für eure vielen, vielen, vielen Kommentare, die ihr unter das letzte Video geschrieben habt. Und gerade bedanken möchte ich mich bei den Leuten, die nicht richtig getippt haben, die bei der Wahl dabei sind, nicht richtig getippt haben, aber trotzdem total fair, total sportlich geschrieben haben, dass sie allen gratulieren, die da gewonnen haben. Das fand ich total klasse, habe ich mich riesig drüber gefreut. Wegen dem Zeitmangel, der bei mir ja fast schon in letzter Zeit leider ein wenig Standard ist, könnte man fast schon sagen. Konnte ich nicht jeden Kommentar beantworten, ne? Das ist total tragisch irgendwo auch. Und dafür entschuldige ich mich natürlich. Vielleicht hole ich das noch nach, aber wenn nicht, dann seht es mir bitte nach. Aber jetzt müssen wir erstmal was ganz anderes machen. Etwas völlig anderes sozusagen. Wir müssen nämlich hier noch eine Kiste hinstellen. Denn der David Zepf, wenn das richtig ist. Mit meiner Namensaussprache, da wurde ja auch schon rüber geschrieben. Ist das nicht immer so gut? Und zum Beispiel hier der Dars, da habe ich immer Dead oder so gesagt. Oder ne, Dars, wie heißt er denn? Wo ist er denn? Gott, das sind so viele Namen. Ich drehe ihn nochmal durch. Wahrscheinlich weiter vorne. Namensaussprache ist nicht immer die einfachste, gerade wenn man Emeraldia ist. Der Raven Dart, Dars. Also Revan Dars wahrscheinlich. Das erste spricht man Deutsch aus, wurde da geschrieben. Oder Revan Dars. Wahrscheinlich wird so ausgesprochen, in der Art. Genau, die Schilder habe ich hier. Schilder brauche ich eins im Grunde. Dann brauche ich noch einen Sandblock. Denn der gute David hat nämlich auch an dem Spiel teilgenommen. Tipp war allerdings falsch, es waren glaube ich 385 Block, die er getippt hat. Aber irgendwie ist seine Bewerbung untergegangen oder er hat einfach vergessen, sich da zu bewerben. Beziehungsweise dachte, man muss einfach nur tippen und dann ist man dabei. Ist aber egal, wir sind ja hier kein Korinthenkacker. Und deshalb sage ich jetzt, der letzte, der noch angenommen wird, ist der David Zepf. Z-E-P-F. Zepf. Und da machen wir jetzt einfach den 18. Mal. Weil da hat er seinen ersten Kommentar dazu, glaube ich, geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch nicht so wichtig. 18.5. Und jetzt wieder aufpassen, nicht auf die 0 drücken, sondern die andere 0 nehmen. 20, das war jetzt die von der oberen Zahlentastatur. 2016. So, jetzt aber. Gut, David, du bist dabei und kriegst auch deinen Sandblock, weil du an dem Spiel teilgenommen hast. Natürlich keine Punkte, weil das ja der falsche Tipp war, ne? Aber es ist nicht so schlimm, auch an alle, die jetzt irgendwie... An alle, die jetzt noch keine Punkte haben, das ist alles nicht so schlimm. Es werden noch so viele Punkte vergeben, meine Güte. Und bald kommt schon das nächste Spiel, aber dazu später mehr. Jetzt will ich mal gucken. Hatte ich hier jetzt eigentlich Zucker drin? Knochenmehl. Wo hatte ich denn jetzt den Zucker hingepackt? Hatte ich den hier oben? Da, warum habe ich den Zucker denn hier hingepackt? Und die Eier auch, unglaublich. Hatte ich hier auch noch Eier? Nö, ne? Sonst hatten wir keine Eier. Denn wir können ja noch ein paar schöne Kürbiskuchen backen. Das wird übrigens auch ein Teil einer Aufgabe sein, aber dazu später mehr. Sehr viel später. Also, Rezept haben wir uns ja hier gespeichert. Wir nehmen uns die, wir nehmen uns die Kürbisse. 7 an der Zahl. Dann nehmen wir uns den Zucker. Und wir nehmen uns die Eier.
Wir müssen uns unbedingt noch eine kleine Hühnerfarm irgendwo hin machen. Sollten wir machen. Aber es gibt noch mal 5 von den leckeren Kuchen dazu. Ja, und die Zutaten tun wir uns jetzt mal hier rein. Kürbisse. Nein, nicht meine schöne Schaufel. Nein. Kürbisse. So, mehr haben wir ja nicht. Das können wir ja auch noch mal reinmüllen. Müllen kann ja immer nicht verkehrt sein. Hier haben wir auch noch 24 weiße Wolle. Okay, ich gucke gerade hier nochmal durch. Baumsetzlinge, die werden wir auch brauchen. Allerdings würde ich da wahrscheinlich Akazien holen mir tatsächlich. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt genau machen. Okay, das Haus, die Villa für den Bürgermeister habe ich auch ein bisschen weitergebaut. Die habe ich auch ein bisschen weitergebaut. Hier ist ein Dach drauf gekommen. Man sieht das, ich glaube, wir müssen hier mal auf den Berg gehen, dann sieht man es am besten. Dann sieht man es wohl am besten. Da können wir uns auch gleich nochmal, verdammt, eine Schere machen. Ja, also war ein blöder Fehler. Der Powerplay hat es auch schon geschrieben. Er hat da fast mit gerechnet, dass ich da eventuell einen kleinen Fehler mache. Naja, so bin ich halt, ne? Und da die Null-Taste drücke. Aber da wollen wir uns nicht weiter darüber aufregen, ne? Wir regen uns ja nicht auf. Um Gottes Willen. Ich mache jetzt hier Hecke ab von den Bäumen. Weil wir wollen ja hinten einen Garten machen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Das Holz lassen wir natürlich auch nicht hier stehen, das nehmen wir mit. Moment, Hecke. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Hecke. Die machen wir uns auch noch ab. Ach so, das Dach wollte ich jetzt zeigen. Kann man das von hier überhaupt gut sehen? Naja, so ein bisschen, ne? Da oben kann man so ein bisschen erspähen. Also ein Turmdach. Ja, da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme mit den Turmdächern. Aber ich denke, es sieht ganz schick aus. Bei mir werden die immer so zwiebelartig. So zwiebelturmartig, aber naja, ist ja auch nicht schlecht, ne? So Zwiebeltürme, dann haben wir, ist ja egal, was für ein Stil man hat, Hauptsache man hat einen. Irgendwie. Ja, wie schon gesagt, das ist jetzt ja kurzfristig, wo ich das hier noch aufnehme, wie schon gesagt, momentan alles ein wenig eng bei mir von den Terminen. Sehr eng. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht das eine oder andere Video auch nicht kommt. Ich werde zumindest versuchen, hier immer in Hunsgrab zu erscheinen und meine Bürgermeisterpflichten, die werde ich auf jeden Fall versuchen, immer durchzuziehen. Okay, alles klar, Freunde. Wir machen weiter auf der Gänseleiter, wie ich das schon sagte. Wie ich das in der letzten Folge schon so sagte, mit der Gänseleiter, wisst ihr? Da hinten muss irgendwo Bocksprung sein. Ist gar nicht so weit entfernt, glaube ich. Da haben wir auch unser Balkon, den müssen wir auch noch ausgestalten. Okay. Aber oben muss auch noch ein Dach drauf. Und ich dachte mir, ha, passt ja ganz gut, dass das ja ganz nett machbar wäre mit... Okay, jetzt packen wir das erstmal hier rein mit Cobblestone. Denn es sollte kein helles Dach werden, sondern eher ein dunkles Dach. Moment, da waren die, ne? Okay, Cobblesteine, 1, 2, 3. Davon machen wir jetzt erstmal hier nett Dachziegeln, Dachschrägen werden hier rausgebaut. Also wie schon gesagt, die nächste Aufgabe kommt dann wahrscheinlich eher am Wochenende. Das wird noch nicht mal reichen, ne? Es wird noch nicht mal genug Cobblestone sein. Die nehmen wir uns auch mal mit hier. Die nehmen wir uns auch mal mit. Dann gehen wir mal nach oben. Lieber mal das Schwert einstecken. Weil ihr wisst ja, hier lauern überall Gefahren. Wir sollten gleich mal ausleuchten, ne? Das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Das werde ich jetzt mal machen. Ja, klar. Fackeln haben wir hier hinten noch 11 Stück. Das sind eigentlich ein bisschen wenig. Damit können wir zumindest schon mal so ein bisschen ausleuchten. Nehmen wir hier nochmal weißen Lehm mit. So, wo unbedingt Fackeln nehmen müssen, ist hier und hier. Denn hier ist eine ganz dunkle Ecke. Dann haben wir, würde ich sagen, hier und hier nochmal. Da nochmal eine hin. Hier kann noch jeweils eine hin. So. Dann hier noch eine hin und hier auch jeweils eine. Nur erstmal so zur groben Ausleuchtung. Da muss hier unbedingt eine hin. Dann haben wir unten auch schon fast fertig ausgeleuchtet. Dann wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch gar nicht. Nichts geschafft. Mal wieder. Unglaublich. Ja. Da muss das Dach da oben drauf. Ganz, ganz wichtig. Na? Kann ich noch nicht schlafen? Noch nicht dunkel genug? Jetzt. Okay, kann ich noch einen Schluck Kaffee trinken? Lecker Kaffee. Ganz frisch. Da muss ich jetzt schneller trinken, sonst wird er leer. Okay.
Was essen, das müssen wir auch nicht vergessen. Alter Schwede. Ja, wie schon gesagt, das Einrichten, das wird ja dann der jeweilige der Besitzer machen hier von dem Ding, der das irgendwann mal überschrieben kriegt als Strandvilla. So, hier, der kann wieder weg. Ah, hier, ich mag diese Erker total gerne. Was man sich hier Schönes einrichten kann, da kann man sich in einen Erker, kann man sich sein Bett reinstellen und so. Achso, hier kommen wir gleich weiter. Ja, dann reißen wir diese Leiter mal wieder ab. Weil hier ist ja der Turm jetzt fertig. Da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Aber hier. Hier kommen wir wunderbar hoch. Hupsa. Und hier kommt ja dann auch ein Dach drauf. Vielleicht sollten wir das vordere Dach zuerst machen. Hier oben kommen Stufen drauf. Das vordere Dach zuerst machen. Ja, wie schon gesagt, mit den Wahlen geht weiter. Das nächste wird eher ein kreativer Wettbewerb sein. Den werde ich dann im nächsten Video, habe ich das dann soweit vorbereitet. Dann werde ich diesen Wettbewerb ankündigen. Und dann könnt ihr euch kreativ betätigen. Es wird auf jeden Fall sein, dass ihr... Ja, ich kann es ja schon mal so halbwegs verraten. Hey, es geht um Wahlplakate, die ihr dann machen müsst. Wahlplakate für die Wahl in Exe. Okay, der muss weg. Denn hier müsste ja das Dach dran. Nicht, dass da ein Loch ist und dann regnet es rein und dann gibt es wieder Ärger. Weil es da rein regnet. Okay, wo kommt man hier an? Ah, das passt ja wunderbar. Das passt ja wunderbar hier. Das ist ja genial. Okay. Hier geht das Dach dann weiter. Das heißt, hier wäre ja der Turm. Gucken wir mal, wie das jetzt von der anderen Seite dann aussieht. Upsa. Weil hier müssen wir ja hier anfangen. Ich will erstmal ein Dach drauf machen. Das ist immer ganz ratsam. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, wenn es hier reinregnet, wäre das ja auch nicht so schön. Das lassen wir genau so. Wenn es hier reinregnet in die Bude, naja, dann werden die ganzen Fußbodenbelege quillen dann auf, natürlich, klar. Und dann kann man alles wieder rausreißen. Das sind so Baustellenfehler, die passieren. Aber die dürfen nicht passieren, denn dann, könnt ihr euch ja vorstellen, ist der neue Besitzer sehr, sehr, sehr traurig auch. Außerdem sind es Kosten für die Stadtkasse von uns gehabt, die wir nicht ertragen wollen, können. Denn auch Hundsgrab hat natürlich nur einen gewissen Stadtschatz. Wenn der irgendwann aufgebraucht ist, naja. Dann müssen wieder kleinere Brötchen gebacken werden, irgendwo auf einer anderen Art und Weise. Hier müssten wir dann, glaube ich, so um die Ecke rumgehen, ne? Das hieße, wir machen das hier. Passt mal auf, die beiden können wir schon mal übereinander packen. So und so. Das hieße, wir gehen dann hier so. So, hopsa, so und so. Das ziehe ich hier noch einen raus. So, das gleiche auf der anderen Seite. Natürlich, klar. Soll ja auch irgendwo noch so ein bisschen symmetrisch sein. Das heißt, hier kommt kein Turm hin, hier kommt nur so ein kleiner Erker hin. So, genau. Ein kleiner Erker. Und dann kommt hier nämlich weißer Lehm rein, ganz klar. So, zack und so. Ne? Das heißt, hier können wir das sogar schon mal fertig machen. Diesen Erker können wir schon mal fertig machen. So. Oben kommt dann ein Flachstein drauf. Ja. Und dann ist der auch schon fertig. Gut. So noch. Und dann so noch. Nochmal rüber. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Genau. So. Und dann ziehen wir das mit so ran. Das können wir gleich machen. Ja, und hier müsste sich das jetzt ja verbinden. Tut es auch, alles wunderbar. Schon haben wir unseren Erker fertig. Ja, wir machen mal wieder Dacharbeiten. Habt ihr recht? Stimmt. Irgendwie seid ihr da immer dabei bei den Dacharbeiten, ne? Hier kommt ja das Ganze dann flach drauf. Das hieße, wir gehen hier geradeaus. So. Und hier gehen wir sozusagen dann ran. Beziehungsweise... Wir müssten hier ja dann rum. So, hier gehen wir rum. Haben wir das jetzt auf der anderen Seite richtig gemacht? Ich hoffe doch. Hier gehen wir rum. Schön in die Knie gehen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn und so. Hupsa. Ja, man könnte hier noch so Strahlen draufsetzen, aber nee, kommt. Wir wollen ja auch das Ganze irgendwie ein wenig ja, gleichmäßig machen. Vorsichtig, nicht runterfallen, ganz wichtig. So, jetzt können wir das nämlich hier schon durchziehen.
indem wir sagen, Moment. Ah, doch, das ist richtig. Jetzt bloß nicht runterfallen. Hiss! Okay, das ist ein bisschen kompliziert hier an der Stelle, aber es passt, ne? Seht ihr, passt. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, Freunde, also wie schon gesagt, nächste Aufgabe wird etwas kreativer sein. Könnt ihr schon gespannt drauf sein. Ja, Wahlplakat, ne? Okay, Freunde, es wurde ja geschrieben, dass da eventuell etwas schiefgelaufen ist mit der Sandburg, dass das doch eine andere Anzahl an Sandblöcken war. Ich kann euch aber hundertprozentig versichern, dass da nichts irgendwie geschmut wurde oder sonst was. Es waren auch schon beim ersten Mal abbauen, bevor, als die Aufnahme in Dutt gegangen ist, waren es auch schon 318 Sandblöcke. Ganz, das ist schwörig. Also es ist wirklich, da würde ich niemals etwas manipulieren oder ähnliches. Das liegt mir sowas von fern. Denn ich möchte gerade, wir haben ja die Wahlregeln extra geändert, weil ich halt möchte, dass alle wissen, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Auf jeden Fall. So, Freunde, jetzt haben wir das Dach schon gleich durchgezogen. Das geht sogar ganz fix. An einem Tag werden wir es natürlich nicht hinkriegen. Aber vielleicht werde ich das dann gleich noch weiter gestalten, damit ihr nicht noch eine Folge Dachbau ertragen müsst. Eine Folge reicht immer, ne? Eine Folge ist immer schon eine Folge zu viel. Aber wenn man hinterher das Dach sieht, dann freut man sich ja auch. So, jetzt haben wir hier ein kleines Baby-Problemi sozusagen. Denn hier wäre ja dann das Hohl. Und deshalb machen wir jetzt das folgendermaßen. Wir kloppen hier mal die Ziegel wieder ab. Ja. Und setzen jetzt hier einfach das gerade durch, wa? Das gerade durch. Da hätten wir hier so eine Wasserfurche. Aber gut, da wird das Wasser dann aufs Dach drauflaufen. Das kann ich kann ich das verantworten, denke ich mal. Oder wir müssen hier jetzt noch so und hier dann Blöcke hinsetzen. Das würde auch gehen. Haben wir noch Blöcke da? Nein, natürlich nicht. Man kann ja auch außen rumgehen, glaube ich. Nee, das wird nichts. Da müssen wir Blöcke draufsetzen. Wie komme ich denn hier? Hallo, wie komme ich jetzt hier runter? Habe ich mir jetzt hier mein eigenes Grab gebuddelt? Nö, ne? Passt schon noch. So. Ja, das sieht von oben. Ja, da müssen wir Blöcke draufsetzen. Das könnte funktionieren. Okay, ich hole nochmal Blöcke nach. Ein paar haben wir ja noch. 17 Stück, glaube ich, oder so. Da gehört, da war schon wieder irgendwo ein Skelett. Hauptsache kein Creeper, der uns hier in die Luft sprengt. Das muss ja nicht sein. Ja. Hier haben wir keine. Hier haben wir auch keine. Das heißt, wir müssen nochmal losrennen, nochmal Sandblöcke, Kiesblöcke holen. Da oben müssen wir den Krüppelwalm noch drauf bremsen. Können nochmal beim Kartoffelhelden schnell vorbeigucken, wo wir schon mal hier sind. Beim Kartoffelheld. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ich beim nächsten Mal machen soll von dem Haus. Es sind immer noch 29. Ich glaube auch, ja, hier ist jetzt kein Lockvogel mehr. Was ist denn los hier? Kein Bock auf Arbeit? Weil der ist letztes Mal hier in die Ecke reingegangen. Das will ich natürlich vermeiden, dass sie sich hier in der Ecke verstecken. Deshalb mache ich hier jetzt nochmal so ein Gitter hin. Dann müssen wir den nächsten Mal hier direkt verhaften, dass der direkt hier vorsteht. Das wäre ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir hier ganz durch, nämlich zu der ganz alten Baukiste hier an der, danke, dass ihr mir die Tür aufgehalten habt. Hier haben wir nämlich noch ganz viel Cobblestone. Hier haben wir sogar noch Stufen. Wunderbar, auch solche Stufen noch. Ah, so, Cobblestone nachholen. Einwandfrei, vielen herzlichen Dank. Hier ist immer die Hölle los. Hier stehen sie alle rum, die Dorfbewohner, und trauen sich nicht so richtig auf den Strand raus. Ach ja, von hier kann man es jetzt sehr schön sehen. Ja, wird. Wird, unsere Villa wird. Okay, nö. Ich hatte eben kurz überlegt, ob ich noch ein paar Kuchen backe, aber ach nee. Wir wollen doch hier was schaffen, ne? So, Freunde, jetzt machen wir uns gleich nochmal ein paar, hier zwei Stacks von den Stufen. Zack, 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 zack. Stufen. So, das sollte jetzt aber reichen. Jetzt wird es gerade dunkel.
Haben wir irgendwo noch ein Bett, was ich mitnehmen kann? Nein. Verdammt, jetzt wird's gerade dunkel. Nehme ich das mit. Nehmen wir das mit aufs Dach. Johe, haben wir noch ein paar Sekunden. Allerdings schaffe ich es wahrscheinlich nur hier hoch zu rennen. Ja, und hier, guck mal, wie dunkel das hier ist. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht so. Hier oben wäre halt eine sehr schöne Ecke für ein Bett, ne? Und hier so ein Bett hinknallt. Ist total genial, oder? Gute Nacht. Mhm. Mhm. Eier. Eier. So, jetzt kommt die Leiter hier wieder weg. Du auch, sonst kommen wir nicht hoch. Wir brauchen mindestens 3 Leitern. Haben wir echt, sind wir echt Minimalisten hier, ne? So, ach so, ja. Soja, Sojasauce. Wir müssen ja hier dann hoch. Aber das kriegen wir hin, wartet mal, pass mal auf. Hopsa. Einmal hier. Einmal hier. Irgendwie ist das falsch. Und warum liegt hier Stroh? Ah, nee. Da ist es. So. Alles klar, dann gehen wir ja hier hoch, hatten wir gesagt, ne? Da hatten wir auch gesagt, wir müssen diese Stufe wegnehmen. Da kommt die ja dann, genau, hier dran. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auf der anderen Seite genauso. War das da genauso? War das da genauso? Was? Von wo? Was? Wo denn? Von wo kam der Schuss eben? Boah. Boah, Geronimo. Stirb, Elender. Baba. Skeletto-Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ich gucke mal. Ja, das war da genauso. Das war da tatsächlich genauso. Ach, die obere hatten wir weggenommen, ne? Ja, die hatten wir dann weggenommen. Okay, Freunde, leider ist die Zeit um. Ich muss das hier noch irgendwie hochgeladen kriegen. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir hier weiter in der Villa. Vielleicht ein bisschen mit dem Garten, wenn ihr Lust habt. Und da gab es auch schon ein paar Vorschläge. Ich mache jetzt das Dach noch fertig und freue mich, dass ihr so viel Spaß an den Videos habt. Also, bis zum nächsten Mal.